Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ich bin zu Aldon, jetzt zocken wir weiter, habe ich mir gedacht. Ich bin immer noch am Kopf verstrahlt, keine Ahnung warum, wird wohl gleich aufhören. Und wir sind bei Galaxy News Radio angekommen. Das große GNA-Gebäude. Ich bin mal gespannt, was uns denn dort erwarten wird. Nun gut, stecken wir mal die Waffe weg. Sieht so aus, als wäre die Luft rein. Ich öffne die äußeren Türen. Okay, und der liebe Mann lässt uns nur unten rein. Sehr schön. Dann wollen wir mal schauen, was uns denn hier erwartet. Okay, hier sind ein paar Soldaten der Bruderschaft, ne? Was laufen die vor mir weg? Ja, sind von der Bruderschaft, wie scheint. Die haben eine Power-Rüstung und so, die wir zufälligerweise auch im letzten Part gefunden haben. Also aus Versehen natürlich. Keine Ahnung, wo der herkommt. Wow, hat der mich erschrocken. Ich bin immer noch verstrahlt. Ja, sie sind angeschlagen, ich weiß. Wir müssen einfach gleich schlafen, dann hört er von selbst auf, denke ich. Okay, ich denke, wir müssen nach oben. Boah, ich bin voll in Ordnung. Scheiße. Voll kaputt bin ich. Machen wir mal ein Red Away. Mach mal ein X und ein A. So, schon besser. Da geht die Strahlenbelastung auch schon wieder weg. Guter Schütze. Ein Behemoth allein fertig zu machen, ist schon was. Ja, der meinte mich. Ich habe ja den mit der Fat Man besiegt. Okay, mal schauen. Dann geht es hier weiter hoch. Okay. Und da oben steht schon einer. Ihr Blick sagt alles. Sie denken, wer zum Teufel ist dieser Kerl und was geht er mich an? Gut. Seien Sie darauf gefasst, erleuchtet zu werden. Ich bin Three Dog, Plattenleger und Stimme der Wahrheit, Herr und Meister des besten Radiosenders der weiten Wüste, Galaxy News Radio. Und Sie? Ich weiß, wer Sie sind. Hab von Ihrem Abgang aus der Vault gehört. Auf ins Unbekannte, was? Ganz wie der Papa. Den kenne ich nämlich. Ah, jetzt sind wir endlich auf einer heißen Spur. Moriarty hat uns ja gesagt, wir sollen nach GNA hingehen und da sind wir nun. Ach du heiliger Mist, der Typ vom Radio, denn er leitet ja den Radiosender, den wir noch nicht gehört haben. Voll ins Schwarze. Normalerweise stehe ich ja nicht so im Rampenlicht. Schön zu wissen, dass mir jemand zuhört. Das macht den guten Kampf um einiges einfacher. Stimmt. Der gute Kampf, worum geht es da eigentlich? Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. The Cake ist doch nicht a lie. Okay, die Leute wehren sich also. Sie können sich nicht wehren. Nicht gegen solche Feinde. Entweder sie hauen ab, oder sie bleiben hier und gehen drauf. Das ist einfach ungerecht. Ja. Und da komme ich ins Spiel. Ich kämpfe den guten Kampf. Und GNR ist meine Waffe. Der Klang der Wahrheit durchdringt das Ödland. Verdammt, jemand muss dem Mist vom Radiosender der Enklave ja was entgegenhalten. Stimmt. Es wundert mich, dass sie immer noch am Leben nimmt, oder? Ich verstehe das im Kampf ja. Nee, doch, mach mal das erste. Es wundert mich, dass sie immer noch leben. Ah, ich habe genügend Feinde, die nichts lieber tun würden, als mir eine Kugel zwischen die Augen zu jagen. Das Einzige, was sie noch daran hindert, ist Sarah Lyons mit ihrer stählernen Bruderschaft. Wir haben da einen netten Deal. Sie sorgen dafür, dass ich die Radieschen nicht von unten sehe und ich gebe ihnen ein festes Dach über dem Kopf. Also gehört ihm quasi das ganze Radiogebäude. Die Typen draußen gehören zu der Stelle in Bruderschaft. Wer sind diese Leute? So viel ich mitbekommen habe, waren das die Leute, die ihn den Arsch gerettet haben. Sie halten die Ruinen frei von Supermutanten, damit Leute wie sie in einem Stück zu Leuten wie mir durchkommen. Ohne die würden wir bis zu den Knien in Mutie-Scheiße stecken. Stimmt, die haben mir dabei geholfen, bei den Supermutanten vorbeizukommen und ich habe die ganzen Waffen geschnorrt von den Supermutanten. Das war's also. Ich verstehe das mit ihrem guten Kampf, ja. Trotzdem muss ich meinen Vater finden. Tut mir leid, ich bin es so gewohnt, mit einem stummen Publikum zu reden, dass ich einfach davon ausgehe, dass auch Sie nur meine Stimme hören wollen. Dafür also, bin ich da. Sie wollen wissen, wo Ihr Vater steckt? Okay. Im guten Kampf gibt's aber eine Regel. Wo Hilfe gebraucht wird, muss auch Hilfe geleistet werden.
Okay. Ich bin für alle Infos dankbar, die bei der Suche nach meinem Vater helfen. Sie wollen also wissen, wo Ihr Papa ist. Und zufällig ist meiner Wenigkeit bekannt, wo er sich aufhält. Er war hier, bei Galaxy News. Wir hatten ein cooles Gespräch. Er ist ein echter Stehauf-Typ. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Noch mehr Kronkorken bezahlen. um meinen Papa zu finden, bin ich zu allem bereit. Gut, denn das wird nicht einfach. Galaxy News Radio ist mein Baby. Ich liebe es, füttere es und wechsle ihm die Windeln. Da ist nur eins, außerhalb von DC hört es keiner schreien. Wissen Sie, irgend so ein Supermutant dachte sich, es wäre witzig, das glänzende, runde Ding auf dem Washington Monument unter Beschuss zu nehmen. Ach so. Ich sehe schon, wo das hinführt. Genau. Das glänzende Ding war unsere Sendeantenne. Jetzt sieht sie aus wie Schweizer Käse. Ohne sie ist unser Sendebereich sehr eingeschränkt. Schweizer Käse. Natürlich gibt es den Hersteller der Sendeschüssel schon lange nicht mehr. Was bedeutet, dass wir vergessen können, einen Ersatz dafür zu bekommen. Shit. Okay, warte mal. Hört sich langsam riskant an, aber ich tue alles, um meinen Papa zu finden. Es ist risikoreich. Warum sollte ich lügen? Ich habe keine Ahnung. Aber sie haben so ein Funkeln in ihren Augen, das mir sagt, verlass dich auf mich, ich hole die Kohlen aus dem Feuer. Diese Anime-Augen, wisst ihr ja. Ihr Papa hatte denselben Blick. Deshalb hilft Three Dog ihnen. Okay, wie kann ich behilflich sein? Einer der Kerle der Bruderschaft erwähnte mal, so eine Schüssel in einem der alten Museen von DC gesehen zu haben. Okay. Das ist die Schüssel des alten Mondlandegerätes Virgo 2 im Technischen Museum. Ah, okay. Sie müssten sie klauen, zum Washington Monument bringen und sie anstelle der kaputten montieren. Das wäre alles. Okay, wir haben also einen Deal. Ich kenne eben meine Pappenheimer. Sie sind das Beste, das Galaxy News seit langem passiert ist. Wenn Sie noch weitere Infos brauchen, ich warte hier auf Sie. Okay, alles klar. Notiz hinzugefügt. Mondlandegerät Virgo 2. Aufgabe erfüllt, der tritt in seinen Fußstapfen. Und wir haben ein Level-Up bekommen. Okay. Dann machen wir erstmal Wissenschaft auf 30 hoch. Das mache ich aus dem Grund, weil Wissenschaft ist für Hacken gut, weißt du? So, ich würde sagen, Sprache wäre noch wichtig, machen wir auf 40. Medizin ist so in Ordnung und Dietrich machen wir auf 30. So, das ist so in Ordnung. Reparieren lassen wir jetzt mal außen vor. Mal schauen, wir haben neue Sachen. Mit dem Windung können sie ihren durchtriebenen Charme. Achso, Leute beeinflussen Sprache und Falschen wird um 5 erhöht. Verständnis. Erhalten Sie bei jedem gelesenen Fertigkeitsbuch einen weiteren Fertigkeitspunkt. Das ist eigentlich sehr praktisch, da wir noch viele Bücher finden werden. Okay, dann machen wir den. Ein Punkt mehr, also würde das 2 machen. Aufgabe zugefügt. Galaxy News Radio. Sehr schön. Okay. Können wir hier irgendwo pennen vielleicht? Können wir sogar. Schön. Hauptsache, wir sind nicht verstrahlt gleich. Und die schlafen übrigens zum ersten Mal in einem Bett. Wir kriegen dadurch einen kleinen Bonus. Der nennt sich gut ausgeruht, war es, glaube ich, ne? Oder war das bei Skyrim? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Auf jeden Fall schlafen ist sowieso wichtig. Tja, warum wohl? Damit wir geheilt sind. Und jetzt ist unser Radioaktivitäts-Ding weg. Guck, Ghoulfleisch hat nachgelassen, Red X hat nachgelassen. Alles lässt wieder nach. Ich guck mal abspeichern. So. Okay, öffne mal die Tür und gucken, wo geht's hier hin? Nur ein Stockwerk tiefer und ich glaube, hier oben konnte man rausgehen. Denn unsere nächste Aufgabe, wir besorgen uns aus Washington. Besorgen wir uns aus Washington schon? Warte, ja, wir müssen hier hin zum Washington Monument und zum Technischen Museum eigentlich. Sonst haben wir nur das Ödland Überlebenshandbuch und dann die anderen Sachen, die wir auch noch machen werden. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstes die Galaxy News Radio Mission machen. Und ihr könnt ja mal sagen, ob ich eins der DSI Missionen machen soll, eins der DSI Packages. Weiß ich ja nicht, habt ihr Bock drauf? Nach Pit, also Pit Mission oder sowas. Hier geht's da raus. Hier gab es eine Hintertür, glaube ich, ne? Da ist sie ja. Wir nehmen die Hintertür. Da ist, glaube ich, ein schnellerer Weg. Geht leider durch ein Supermutanten verseuchtes Gebiet. Aber DuPont Circle, let's go. Und das Technische Museum finden ist unsere nächste Aufgabe. Okay, ich bin mal gespannt, was wir dort finden werden. Oh,
Okay, es ist Tag, das ist gut. Und da unten sehe ich schon Ghule. Sind das Ghule? Sieht aus wie ein Ghul. Mhm. Tja, das sind ja noch gar nicht die Schlimmviecher. Die Schlimmviecher werden noch kommen. Und glaubt mal, Leute, das wird noch richtig übertrieben. Des Weiteren haben wir ziemlich viele Sachen dabei und wir sollten eigentlich einen Händler finden. Aber ich glaube, auf dem Weg zum Technischen Museum gab es irgendwas. Da konnte man doch... Warte, ich gucke mal kurz auf die Karte, wo wir hin müssen. Welche Route? Nicht, dass ich mich gleich verlaufe. Auf dem Weg zum Technischen Museum gab es nämlich noch etwas. Hier müssen wir hin. Zur Dupont Station müssen wir. Die ist hier die Straße runter. Und da sind ein paar Ghule. Aber nicht schlimm, ich habe ja mein Jagdgewehr. Okay, das ist ein stärkerer. Wie man auch sieht, der hat eine dunklere Farbe. Ich glaube, desto dunkler, desto stärker werden wir auch. Zack. Das Hunting-Würfel ist nice, nicht wahr? Haarklammern hatte dabei. Sehr schön. So. Fallout 3 ist eins der Games, die ich ohne Scheiß am Stück zocke. Ich glaube, das ist jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, schon 7 Parts bald voraus, ne? Vom jetzigen Hochladestadium. Ja, nicht 7 Parts, und ciao. Oh, yo, die haut rein, die Waffe. Und was grumpelt da die ganze Zeit? Ist das der hier? Ich habe das Gefühl, dass die Autos die ganze Zeit so am Rumrumpeln sind. Hier müssen wir hoch, ne? Ja, hier. Hier geht's so zum Mall Outpost. Ich denke hier lang. Eigentlich steht's der Autotunnel. Ich mag keine Autotunnel, ohne Scheiß. Die sind immer voll creepy, besonders wenn man an Half-Life 2 denkt. Da gab es auch einen Autotunnel und der war wirklich richtig gruselig, ohne Scheiß, Leute. So, wir sind auf der richtigen Spur. Warum haben wir denn zwei markierte Ziele? Ah ne, passt schon. Alles gut. Wir müssen hier vorne lang. Solange uns der Ghoul nicht folgt, ist alles in Ordnung. Nun gut. Jetzt setzt auch wieder die Stalker-Musik ein, die so ein bisschen gruseliger ist. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Da vorne sehe ich schon wieder so ein Robot-Ding. Okay. Police steht drauf und ich höre Supermutanten. Shit. Ich hoffe nicht, dass der uns gleich angreift. Wir brauchen, glaube ich, wieder so ein Metro-Ticket. Ich habe ja ein Metro-Ticket, stimmt ja. Der andere Roboter hat ja meins gar nicht eingezogen. Habe ich gerade nur im Inventar liegen gesehen. Komischerweise leckt dieses Terminal ein bisschen. Na komm, heck doch. Supermutanten sind scheiße, ehrlich. So, jetzt haben wir's. Sehr schön. Und das bringt uns auch jedes Mal wieder eine Menge EP. Wir sind da bald schon Level 5. Geil. So. Protektron aktivieren, Beleuchtung aktivieren und das aktivieren geht zwar alles nicht, außer Protektron. Los, mein Freund. Sicherheitsprotokoll wird initialisiert. Okay. Noch kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Blechdose, sonst nichts Besonderes. Schade eigentlich. Okay, er hat einen Hunting-Büffel. So, aber nicht mit uns. Wie wir sehen, haut die Waffe ganz gut rein. Oh, shit. Ich glaube, den habe ich erwischt. Was macht der da? Der hat eine Waffe aufgehoben, dieses Arschloch. Die heben ja Waffen auf, stimmt ja. Kacke. Ah, ah. WTF, wie ist der denn weggeflogen? Guck mal, das sah aus, ey. Ah, hier noch ein bisschen Kaliber-Munition für meine Waffen. Was haben wir denn hier? Hier geht's runter, ne? Warte mal. Ja, wenn's da runter geht, dann will ich ja nicht lang. Hallo, Roboter. Wie geht es dir? Ich hoffe, du willst mich jetzt nicht töten, außersehen oder so. So, Waffe reparieren natürlich wieder. Ich glaube, meine ist jetzt ein bisschen angeschlagen. Nein, die nicht. Warte mal. Die können wir reparieren mit der... Wäre aber voll die Verschwendung. Ja, obwohl, wäre gar nicht die Verschwendung. Da müsste ich jetzt nur die Waffe wieder anlegen. Und dann haben wir die optimal repariert eigentlich. Sehr schön. Zwar sollte man immer zwei Waffen von dem Typ dabei haben.
Habe ich ja auch momentan, wenn die eine wirklich mal kaputt gehen sollte. Okay, Leute, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.